egal wo ich bin hingegangen. Man hat gemerkt, trotz allem, dass die Leute zuerst mal auch, klar, auch wenn ich gesprochen habe, diesen Akzent und viele Wörter hat man vielleicht nicht mehr so in russischer Sprache schon mehr gesprochen als in der deutschen. Und viele Wörter waren hier nach Jahren eigentlich schon mehr ausgelöscht, von der deutschen Sprache, dass man eigentlich diese Wörter schon kaum gesprochen hat oder vergessen, oder die könnten noch vielleicht die alte Generation. Die jungen Leute, damit haben sie schon, könnten nicht so viel anfangen. Und wir haben ganz schnell Freundschaft geschlossen. Da gab es junge Leute, die uns gleich zur Schule mitnahmen. Ich wurde dann, da ich die Schule da zu Ende habe gemacht, haben sie mich gleich eigentlich im Gymnasium eingesetzt. Und ja, und dann konnte ich auch gleich mit den Kindern Freundschaft schließen, denn die Sprache habe ich ja gekannt. Verstehen konnte ich, klar, mit Schreiben, das hat nicht geklappt, aber ich habe versucht, das schnell zu lernen. Sie haben ja auch ziemlich bald dann Ihren Führerschein gemacht. Wie war denn das? Ja, ich durfte, da war der Nachbar dann gekommen und meinte so, ja, wenn du jetzt irgendwo hier vielleicht lernen möchtest, du brauchst irgendwo ein Auto und der Führerschein wäre nicht schlecht. Man weiß ja nicht, in welcher Stadt du lernen wirst und das wäre nicht schlecht. Naja, daraufhin habe ich gesagt, naja, ich kenne ja eigentlich die deutsche Sprache nicht so mit dem Schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hat er gesagt, ja, versuch es doch einmal. Naja, dann war ich bei meinem Lehrer angemeldet, den eigentlich ganz liebe alte Leute, die keine eigentlich Kinder zu dem, nein, die hatten auch keine Kinder, die durften durch einen Unfall, konnte keine Kinder kriegen. Die haben die Fahrschule gehabt und eigentlich war ich da ein und ausgegangen. Wenn ich sollte was erklären, hat er mich immer unter den Arm genommen und hat gesagt, jetzt komm, wir tanzen mal bis zur Tafel und du erklärst das, weil das war kompliziert. Ich wusste nicht, was ein Steuer ist. Ich wusste nicht, was Gänge sind. Ein Auto habe ich klar gesehen. Ich wusste, wie man ein Auto repariert, weil wir ein Auto hatten und ich habe mit meinem Vater repariert, die Autos. Aber ich wusste nicht, wie es alles in Deutsch heißt. Ich wusste nur die russische Namen dafür. Dann habe ich mir einfach ein Heft gemacht und habe ich ein Buch, Wörterbuch für das Auto mir eigentlich geschrieben. Und ja, dann habe ich einen Monat gelernt und ich habe gedacht, ich habe ja Zeit. Und plötzlich kam ein Brief von Otto-Benecke-Stiftung, dass ich soll nach Hannover kommen und da lernen. Das ist eine große Stadt und ich habe richtig Panik gekriegt. Ich alleine, kein anderer und in eine große Stadt. Und das war kurz darauf schon. Und ich habe gerade einen Monat gerade Führerschein noch gemacht. Und dann bin ich zu meinem Lehrer gekommen, habe geweint, habe gemeint, ja, jetzt muss ich das alles lassen, weil in einem Monat schaffe ich das nicht mehr. Und er hat gesagt, wollen wir versuchen, sonst vielleicht wirst du dir irgendwann immer die Schuld geben, weil du das nicht versucht hast. Und wenn du es nicht klappt, dann weißt du, du hast es versucht. Ja, ich sage ja, ich war morgens ganz früh rein und um 10 Uhr hat mein Vater mich von da abgeholt. Ich habe einen Bogen nach dem anderen gemacht, ich habe mir Zettel gemacht, das Buch wurde geschrieben von diesem Autor und ich muss wirklich sagen, ich habe so wie theoretisch, so auch die praktische Prüfung mit 0 Fehler gleich bestanden. Alles gleich. Und ich durfte zu Otto-Benecke-Stiftung nächsten Tag auch losfahren mit einem guten Gewissen, dass ich alles geschafft habe. Die Otto-Benecke-Stiftung, dort haben Sie ja dann auch einen einjährigen Sprachkurs gemacht. Genau. Wo hatten Sie denn damals Nachholbedarf? Das Schreiben, Lesen, Grammatik, das hatte ich ja nicht. Deswegen für die Lehrer, man musste so einen Test machen, um überhaupt in eine Stufe reinzukommen. Und für die, als ich dann gekommen und mit denen gesprochen habe, haben sie gleich gefragt, ja, warum bin ich überhaupt da? Sie kennen doch die deutsche Sprache. Was wollen Sie?
Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte eigentlich die deutsche Sprache noch weiter lernen. Und dann mussten wir ein Diktat schreiben. Und da, genau, und da gab es das Heftigste, was ich erlebt habe. Denn er hat gesagt und gesprochen und gelesen. Und ich saß einfach da und ich wusste nichts. Weil ich konnte ja nicht. Ich habe zwar ein paar Buchstaben geschrieben, aber das ist mehr so Englisch gewesen als die deutsche Sprache. Die Umlaute, das war für mich das Schlimmste. Wenn ich gesprochen habe, habe ich versucht, so zu schreiben, wie ich spreche. Und die Umlaute, das war für mich der Tod. Grammatik sowieso. Ja, und dann haben sie mich gleich in die erste Stufe eingestuft. Und ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich habe versucht immer, ja, man ist lehrfähig. Nach dem Sprachkurs wollten Sie Medizin studieren. Warum hat das nicht geklappt? Zu dem Zeitpunkt musste ich, es wurde Antrag gestellt für den Studienplatz und zu dem Zeit, gerade für diese Plätze, musste man damals warten. Und es wurde gesagt mir, dass es gibt Leute, die warten auch bis 5 Jahren. Ich wollte die Zeit nicht verlieren. Ich wollte irgendwas, auch mit Medizin, dass ich eigentlich diese Fachbegriffe besser kenne, dass ich mit den Leuten mehr und mehr rede, dass ich die Sprache eigentlich mehr und besser kennen kann, lernen. Und dabei habe ich mich dann zu Hause in Einbeck nochmal gemeldet, wieder zurück und habe gesagt, dass in dieser Zeit ich möchte irgendwas mit Medizin machen. Da gab es wieder ein kleines Problemchen, da die Schule schon längst angefangen hat, war ich viel zu spät gekommen von Otto-Benecke-Stiftung. Das heißt, mir fehlten fast 3 Monate. Und zu dem Zeit hat eine Zahnarztpraxis gesucht, eine Helferin, eine Azubildende. Und ich habe mich dann einen Zettel bekommen, ich sollte mich melden. Ich bin dahin, habe einen halben Tag Praktikum gemacht und abends haben sie mich gefragt, möchten Sie bei uns anfangen? Habe ich gesagt, gerne doch, wenn Sie möchten. Ja, haben sie gesagt, dann bist du ab morgen bei uns. Ja, und dann habe ich da so angefangen. Ja, wurde gesagt, weil ich dann musste diese 3 Jahre ja eigentlich lernen, da ich zu spät gekommen bin und mir fehlten diese Stunden, durfte ich eigentlich nicht so kurzfristig abbrechen, denn aber die haben das, weil ich gut gelernt habe, durfte ich dann eigentlich mit meinen Schülern gemeinsam gleich zu diesem Zeitpunkt auch meinen Abschluss machen. Dazwischen, kurz vor meiner Abschlussprüfung, plötzlich kam die Zusage, ich darf einen Platz, ich habe einen Platz bekommen in Göttingen, dürfte auch dann das machen. Und da wurde mir auch von den Lehrern, von allen geraten, lieber jetzt nicht abbrechen, weil es nur 4 Monate sind geblieben. Sollte ich nicht abbrechen und ich sollte doch lieber das bis zu Ende machen. Weil auch dann später, falls ich dann doch studieren irgendwann gehe, ist das für mich ein Vorteil. Als Studentin, wenn ich irgendwo zu helfen kann, ist das für mich ein Vorteil. Sie haben dann auch geheiratet und eine Familie gegründet. Genau. Und danach war es mit dem Studienplatz auch zu Ende gegangen. Ich habe dann 93 geheiratet und dann 96 kam dann meine älteste Tochter. Und ja, wir haben hier 2 Töchter und eine ist jetzt 9, der andere wird jetzt am 27. 17. Haben Sie, ist Ihr Mann auch ein Russlanddeutscher? Ja, genau. Der ist auch aus Kasachstan. Ich bin damals aus Russland nach Kasachstan gefahren, noch den Abschied von meiner Oma, der andere Oma, von Johanna Weißnehm. Und der hat damals noch so geweint und meinte, mein Kind, wir sehen uns nie mehr wieder. Und eigentlich hat sie noch so Kissen mir vorbereitet und hat gesagt, wenn du da heiratest, hier sind noch die Kissen. Habe ich gesagt, Oma, ich kann das ja alles überhaupt nicht mitnehmen. Und da hat sie so geweint, dass es für sie das Letzte ist. Damals habe ich ganz kurz für 3 Tage meinen Mann kennengelernt. Und er erzählte mir, dass er 2 Wochen davor auch nach Hannover fliegt und auch nach Deutschland. Wir waren im gleichen Lager mit ihm, aber 2 Wochen, er war vorher als ich. Wir haben uns danach sind sie nach Wiesbaden runter.
gebracht worden. Und ja, wir haben uns ein Jahr nicht gesehen. Und irgendwann nach einem Jahr haben wir, und da war ein für Russlandsdeutsche so ein Treffen in Hannover. Und er hat seine Verwandten da besucht und da haben wir uns getroffen. Ein Schicksal. Nach so langer Zeit. Jetzt leben wir schon, ja, im sechsten Monat wird es 20 Jahre sein.